Morgen, es ist Mittwochmorgen und ich habe heute schon Äpfel gesammelt, wieder bei unseren Nachbarn, und die werden dann in den im Kühlschrank gelagert, damit wir auch im Winter was zu essen haben, also frische Äpfel, aber gelagerte Äpfel. Frühstück. Es gibt wieder Porridge, auch mit frischen Äpfeln. Sieht das aus mit ganz vielen Toppings von unserer Frühstücksstation. Die liebe ich. Beste Idee ever. Und heute Nachmittag geht es dann wieder mal zur Ärztin, zur Gynäkologin, zu einem Kontrolltermin einfach. Das hat man am Ende der Schwangerschaft recht regelmäßig. Und heute ist wieder einer. Also für CTG, das sind einfach die Herztöne vom Kind, werden da kontrolliert, und ob ich schon Wehen habe, also ob da schon irgendwie stattfindet, soweit ich weiß. Ja, und das passiert heute wieder. Fertig mit Frühstück und ich bereite jetzt eine Bolognese vor, weil ich gerne ein bisschen was einfrieren möchte. Vielleicht dann auch schon in Gedanken an das Wochenbett. Natürlich ist Christian da anfangs da und kann kochen, aber ich glaube auch danach ist es praktisch, wenn ich ein bisschen was zu essen eingefroren habe für mich. Und deswegen mache ich jetzt eine vegane Bolognese. Also einfach ganz gleich wie Bolognese mit Karotten und Sellerie und so weiter, nur mit Sojaschnitzel statt Hackfleisch. Das Gemüse dünstet jetzt in Butter und Öl. Ich hatte leider etwas wenig Sellerie, aber es wird schon trotzdem schmecken. Und währenddessen habe ich die Sojaschnetzel eingeweicht und mit Suppenbrühe, also mit so einem Gemüsesuppenpulver und Rauchsalz gewürzt. Das schmeckt immer ganz gut, finde ich. Und das weicht ein, dann drücke ich es aus und dann kommt es auch da mit rein. Die Soße ist soweit fertig und darf jetzt noch ein bisschen köcheln, zumindest eine Stunde. Je länger, desto besser. Kann auch 2 bis 5 Stunden sein eigentlich, aber ich glaube, so 1 bis 2 Stunden reicht. Und ich werde jetzt mal meine Äpfel einlagern. Genau, das muss ich noch machen. Also die kommen jetzt in den Kühlschrank im Technikraum. Und danach werde ich dann ein bisschen arbeiten, also noch Video schneiden, damit da auch alles fertig wird. Yes! Das ist der Kühlschrank, den ich meinte. Den kennt ihr ja schon von drüben. Allerdings ist der auch ziemlich kaputt. Also wir mussten da ein Schloss anmachen, weil das Gefrierfach nicht mehr funktioniert. Und damit das nicht immer von selbst aufgeht. Und prinzipiell ist es so super gut. Ein paar Äpfel sind da schon drin. Da kommt jetzt noch der Rest drin. Morgen heute schon aus dem Büro. Es ist 8 Uhr, kurz nach 8, und ich bin tatsächlich schon seit 5 Stunden da, seit 3 Uhr morgens. Ich war gestern Abend nämlich richtig fertig. Wir waren ja bei dieser CTG-Untersuchung, Christian und ich, und dann waren wir noch essen. Wir waren dann noch in einem Geschäft und haben dort nur ein bisschen so geschaut und gestöbert, aber nichts gekauft, und das hat dann doch ein bisschen gedauert. Bis wir zu Hause waren, war es dann, glaube ich, 19 Uhr oder so, und um 20 Uhr habe ich geschlafen. Und dementsprechend war ich dann um 3 Uhr morgens einfach wach und ausgeschlafen, was mich aber prinzipiell nicht stört. Also ich bin dann noch ein bisschen im Bett gelegen und habe versucht, noch mal einzuschlafen, hat aber nicht funktioniert. Und ja, wenn ich dann munter bin und ausgeschlafen bin, stört es mich auch nicht. Und habe mich gleich ins Büro gesetzt und dort gleich Video geschnitten und danach noch eine Meditation gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt aber schon wieder müde. Weil normalerweise habe ich immer dieses Mittagstief,
nach auch ungefähr 5 Stunden nach dem Aufstehen und das ist jetzt. Und ich werde mich jetzt auch noch eine Runde, glaube ich, hinlegen und nochmal probieren, ein bisschen zu schlafen. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Runde geschlafen, ich glaube sogar über eine Stunde. Das habe ich gebraucht. Und jetzt war ich noch schnell einkaufen und mache mir gerade, also nur so Hafermilch und so Zeug. Und jetzt mache ich einen Brownie, nochmal diesen berühmt-berüchtigten Brownie, von dem ich ja schon so geschwärmt habe. Ich schreibe euch das Rezept in die Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Beim letzten Mal habe ich euch das Rezept gezeigt in meinem Kochbuch, aber da habe ich vergessen, den Zucker dazu zu schreiben. Und auch noch irgendwas, ich glaube die Kuvertüre habe ich vergessen, also die weiße Kuvertüre habe ich vergessen. Und ich schreibe euch das jetzt aber nochmal ganz genau in die Infobox. Und jetzt schmelze ich gerade noch Schokolade, weil ich hatte nämlich noch so viel übrig, so viel Schokolade von der gleichen Feier. Und das passt genau, dass ich jetzt noch ein Blech Brownie mache. Und ich habe richtig Lust darauf, der ist einfach so, so gut. Bitte probiert den aus. Das ist wirklich der beste Brownie, den ich jemals gegessen habe. Ziemlich sicher. Zwar mit ganz viel Butter, Zucker und Schoko, aber einfach extrem lecker. You were burning like a summer in my heart till you found another northern star. Calling a lover right out of my ocean. And I was broken, but you know what they say. Tom's got a good way of healing. I'm back on my feet and guten Morgen von mir und einem Korb voll Äpfel. Ich habe heute schon Äpfel draußen gesammelt wieder, weil die jetzt schon langsam alle runterfallen. Und wenn sie runterfallen, bekommen sie einen Däpscher. Und dann kann ich sie nicht mehr lagern, weil sie dann verschimmeln. Und deswegen muss ich ein paar auch vom Baum runter pflücken. Mit diesem, wir haben so einen Stiel, mit dem das super funktioniert. Gestern ist etwas Aufregendes passiert. Achtung, Triggerwarnung. Ich spreche mal eine Triggerwarnung aus. Es kann sein, dass es vielleicht für manche eklig sein könnte. Es geht um Ausscheidungen. Ausscheidungen, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gestern ist, glaube ich, mein Schleimfropf abgegangen. Ich weiß noch nicht, ob ich das ins Video reinschneiden werde. Aber es ist was ganz Natürliches, was irgendwann vor der Geburt passiert. Es hört sich ekelhaft an, als es ist. Also es ist basically einfach, es ist im Grunde einfach genauso wie Zerfix-Schleim, also der ganz normale Ausfluss von einer Frau, nur hat es ein bisschen eine andere Konsistenz, würde ich sagen. Ja, und das ist einfach das, was die Gebärmutter davor schützt, dass Keime reinkommen. Und kurz vor der Geburt geht das irgendwann weg. Manchmal merkt man, also manche merken es, manche nicht. Ich habe es gestern bemerkt. Und also man bemerkt das, ich glaube, eher zufällig. Einfach, weil man merkt, dass man irgendwie mehr Ausfluss hat oder weil man gerade aufs Klo geht und dann das am Klopapier bemerkt. Es kann auch ein bisschen Blut dabei sein. Eventuell, muss aber nicht und ist jetzt nichts, wovor man sich ekeln müsste. Ich habe das vorher auch noch nie in meinem Leben gehört und beim Geburtsvorbereitungskurs habe ich das allererste Mal davon überhaupt gehört. Ja, jetzt weiß ich das auch und das ist gestern passiert. Ich bin gespannt, wie lange es dann noch dauert. Also es ist kein Anzeichen dafür, dass es jetzt sofort losgehen muss. Ich dachte mir gestern, dass es jetzt losgeht, weil ich auch so ein bisschen Ziehen im Unterleib hatte, aber ist nichts passiert. Und ja, das kann auch noch bis dann zu einer Woche oder so dauern. Also es sagt jetzt noch nicht so viel aus, aber ich glaube, es ist zumindest ein gutes Zeichen. Ich werde jetzt jedenfalls noch Video schneiden und dann kochen. Heute ist Freitag. Christian kommt freitags immer früher nach Hause. Ja, ein bisschen lesen, vielleicht noch ein Reel machen, mal sehen. Ich möchte wieder mehr Reels drehen, das nehme ich mir immer vor und dann wird es irgendwie immer nichts. Aber ja, Instagram ist immer so, da bin ich immer so zwiegespalten. Ich mag es dann zeitweise sehr, sehr gern, aber irgendwie vergesse ich es dann immer wieder. Thank you.
Es ist ein neuer Tag und ich liege eigentlich schon den ganzen Tag auf der Couch und entspanne, weil ich seit heute Morgen so leichte Wehen spüre. Also es ist, ich kann alle werdenden Mütter mal beruhigen, es ist nicht von Anfang an so richtig schlimm, sondern es ist so ein bisschen schleichend, aber man weiß eben nicht, ist es jetzt schon, sind schon Wehen oder nicht. Ich weiß, man kann das mit Wärme testen, aber das habe ich jetzt nicht so, also wenn sie nur so leicht sind, kommt mir vor, merkt man das nicht so, aber auf jeden Fall kommen sie in regelmäßigen Abständen und sind auch teilweise ein bisschen intensiver. Aber ich bin richtig froh, dass da jetzt was passiert und freue mich. Und auch gestern, also die letzten Tage waren immer schon so, ich hatte immer schon so das Gefühl, dass es bald losgeht. Gestern dachte ich mir, meine Fruchtblase ist geplatzt, aber das war dann doch anscheinend nur Urin. Ja, also es ist alles sehr spannend. Also ich bin ins Bad gegangen, habe mich ausgezogen, wollte mich duschen und plötzlich war da ein bisschen Wasser am Boden. Und ich musste aber auch ganz dringend pinkeln. Und man hat als Schwangere halt Blasenschwäche. Und dann war ich mir so unsicher und habe mal die Hebamme angerufen. Und sie hat dann gemeint, ich soll mal abwarten, ob noch was passiert. Und mich sonst melden. Und es ist dann eh nichts mehr passiert. Ja, aber heute Morgen habe ich dann so langsam gespürt, dass ich in regelmäßigen Abständen, so alle 15, 20 Minuten so ein bisschen wehen habe. Und habe dann aber richtig entspannt noch im Bett. Christian hat noch geschlafen und ich habe dann auch immer zwischendurch noch geschlafen. Und auch jetzt über den Tag verteilt bin ich immer auf der Couch gelegen, habe gelesen. Dann habe ich mir meine Geburtshypnose angehört und ja, immer mal Kleinigkeiten dazwischen erledigt, noch Wäsche aufgehangen und so Dinge. Und auch gegessen, Christian hat gekocht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das war dann auch die letzte Aufnahme, die ich vor der Geburt gemacht habe. Ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr schwanger. Also es ist kein Bauch mehr da, das Baby ist auf die Welt gekommen. Nicht genau an diesem Tag, sondern ein paar Stunden danach, also am nächsten Tag. Mittlerweile ist schon ein gutes Monat vergangen, seit das Baby auf die Welt gekommen ist und es hat alles sehr gut funktioniert. Ich kann euch wirklich die friedliche Geburt nur empfehlen, also diesen Online-Kurs. Ich habe mich die ganze Geburt über begleitet. Ich habe den wirklich den ganzen Tag, also ich bin den ganzen Tag auf der Couch gelegen. In der Früh haben ja, wie gesagt, die Wehen begonnen und dann habe ich gleich den Podcast reingemacht. Das heißt, habe ich noch gekuschelt mit Christian und mir eigentlich einen schönen Morgen gemacht und dann eben gemerkt, dass das Ganze heute passieren wird. Und dann habe ich den ganzen Tag eigentlich nur so auf der Couch gelegen, immer wieder eingeschlafen, auch noch Mittag gegessen und Kleinigkeiten erledigt und währenddessen dann immer die friedliche Geburt gehört. Ich war nicht immer so in Trance oder Hypnose oder im Meditationszustand, aber ich habe mir das eben immer angehört, dann auch immer mit der Atmung das Ganze begleitet und auch während der ganzen Geburt. Also gibt es auch eine Meditation bzw. Hypnose, die man sich während der Geburt anhören kann. Die ist 4 Stunden lang und da kann man dann auf Dauerschleife stellen und das hat mir sehr geholfen und die Hebamme war dann schon sehr gespannt, was ich mir da immer angehört habe und es ist wirklich sehr gut verlaufen und auch die Hebamme war voll überrascht, dass es mir so gut ging, beziehungsweise dass ich so entspannt war. Natürlich hatte ich Schmerzen, also das kann man, glaube ich, fast nicht vermeiden, dass man Schmerzen hat. Und es waren natürlich auch teilweise starke Schmerzen, die man dann aber nach der Geburt tatsächlich nach ein paar Tagen mehr oder weniger wieder so gut wie vergisst. Also dort in dem Moment dachte ich mir, nope, ich will definitiv kein zweites Kind. Jetzt bin ich mittlerweile schon so, okay, ja, vielleicht werden wir auch irgendwann wieder ein zweites Kind bekommen. Mal sehen. Also jetzt muss mal das eine großgezogen werden. Und ich bin gerade alleine. Christian ist gerade mit dem Baby bei den Großeltern. Und deswegen habe ich jetzt kurz Zeit, mal zu sprechen. Und ja, es ist definitiv eine Herausforderung, das Kind. Aber unser Kind ist auch meistens sehr brav. Es hat natürlich den einen oder anderen schlechten Tag, dann aber wieder einen guten Tag. Aber man muss sich da erst so ein bisschen reinleben. Aber ich glaube, wenn man mal die ersten 3 Monate überstanden hat, ist es schon mal gut. Zumindest sagen das sehr, sehr viele Menschen. Keine Ahnung, schreibt
eure Erfahrungen da gern in die Kommentare, was so die einfachste oder schwierigste Zeit war. Aber angeblich vergessen Mütter auch, wie ihre, wenn ihre Kinder schlimm, nicht schlimm waren, aber wenn ihre Kinder schwierige Phasen hatten. Ja, das hat die Natur schon ganz gut eingerichtet. Das war's jedenfalls mit diesem Vlog. Falls ihr noch Fragen zur Geburt habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann kann ich gerne nochmal ein eigenes Video dazu machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.